Abend des 21. November wurde der 40. Christkindlmarkt feierlich eröffnet. Auf die Besucher warten unter anderem Glühwein, Glühbier und schnelles WLAN. Bürgermeister Heinz Schaden durfte den Christbaum dann erleuchten. Es ist wirklich jedes Mal ein vorweihnachtlicher Zauber hier in der Altstadt von Salzburg. Ich bedanke mich bei euch fürs Kommen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, weil zum schönen Weihnachten wünschen ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu bald. So, und jetzt ist es soweit. Wie heißt es? Nein. Es werde Licht. Insgesamt 96 grüne Hütten stehen rund um den Salzburger Dom. Für 2013 werden bis 26. Dezember 1,2 Millionen Besucher erwartet.